Hallo, ich bin Anita Finkenzeller und seit 7 Jahren Beraterin für Learning Management und Performance und Goals Management bei der TTS. Nebenbei arbeite ich als Yogalehrerin und falls es dich wie mich erwischt hat und du in einem etwas improvisierten Büro sitzt, hast du vielleicht mit Nackenschmerzen zu kämpfen. Und dafür zeige ich dir heute ein paar Übungen, wie du dem entgegenwirken kannst. Nimm zunächst deinen Stuhl und schiebe ihn ein bisschen zurück. Setz dich an den vorderen Rand. Mach den Rücken ganz lang, richte dich richtig auf und nimm die Arme zur Seite raus. Beide Daumen schauen nach oben. Mit der Einatmung drehst du jetzt die Daumen so weit zurück du kannst und dabei öffnen deine Arme, dein Brustbein kommt nach vorne. Mit der Ausatmung machst du dich ganz rund, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Einatmen, dreh dich auf, ausatmen, mach dich ganz rund. Die Daumen gehen immer bis zum letzten Spitzchen, wo sie hingehen können. Gut. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, kannst du übergehen zur Stufe 2. Hier ist jetzt ein bisschen Koordination gefragt. Daumen nach oben. Der eine Daumen dreht nach vorne und dreht auch so weit er kann. Das heißt, er kommt hinten schon fast wieder hoch. Und der andere Daumen dreht nach hinten. Du schaust dem Daumen nach, der nach vorne dreht. Und du nimmst die Schulter richtig mit, damit auch hier die Nackenmuskulatur erwischt wird. Also einatmen, beide Daumen nach oben. Ausatmen, rechter Daumen vor, linker Daumen zurück. Du schaust dem rechten Daumen nach. Einatmen, neutral. Ausatmen, linker Daumen vor, rechter Daumen zurück. Du schaust dem linken Daumen nach. Einatmen, neutral. Und wieder von vorne. Fühl dich wie ein Handtuch, das ausgewrungen wird. Mach das eine Zeit lang, bis du spürst, dass die Muskulatur richtig schön warm und gedehnt wird. Nochmal Arme immer schön gestreckt, Ellbogen gestreckt und die Schultern kommen richtig mit. Gut. Zum Schluss zeige ich dir noch eine Massage, mit der du deine Nackenmuskeln hinten entspannen kannst. Dazu nimmst du erstmal die rechte Hand und fasst hier hinten an die Nackenmuskulatur neben deiner Wirbelsäule. Atme ein, mach dich ganz lang, mach das Kinn ein bisschen zurück und dann dreh deinen Kopf und fass richtig kräftig in deine Muskulatur hinein und verändere auch immer wieder die Position deiner Finger. Du machst die Finger wie so einen kleinen Klammergriff und drückst mit den Fingerkuppen fest in den Muskel und mach immer wieder diese Bewegung. Das kann gerne so eine halbe Minute sein. Und du kannst das ausprobieren, wenn du vorher mal guckst, wie weit du deinen Kopf drehen kannst. Dann diese Übung machst für eine Minute und dann nochmal schaust, wie weit du deinen Kopf drehen kannst, wirst du feststellen, dass du um einiges weiter kommst als vorher. Und wichtig im Yoga immer Seiten ausgleichen. Das heißt, auch die andere Seite massieren, am besten genauso lang wie die erste Seite und hier auch dann die Bewegungsfreiheit genießen. Ich hoffe, die Übungen bringen dir was und machen dir Spaß und ich wünsche dir noch viel Spaß im Homeoffice.